Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute erkläre ich dir, warum du dir keine Ziele setzen solltest und was du besser stattdessen tun solltest. Also, willkommen zurück. Wir haben ja hier auf dem Channel schon oft über das Thema Ziele, Lebensgestaltung, Mission, Vision geredet. Und es ist natürlich klar, dass Erfolg mit Frauen immer auch einhergeht mit Erfolg im Leben. Und dazu gehört natürlich schon das klassische Ziele setzen. Aber ich sage dir, das klassische Ziele setzen, so wie 99% der Leute das da draußen machen, funktioniert für manche vielleicht, aber eher schlecht als recht. Und heute will ich dir erklären, was du stattdessen tun solltest. Und natürlich schauen wir uns offensichtlich nicht solche Dinge an wie Neujahrsvorsätze oder so ein Quatsch. Das ist nochmal meiner Meinung nach ein Level weiter runter, also nochmal uneffektiver. Aber was meine ich jetzt überhaupt, wenn ich klassisches Ziele setzen sage? Ja, wenn ich klassisches Ziel setzen sage, dann meine ich sowas wie, hey, ich möchte, fitter und gesünder werden. Also ich sag mal so, Anfänger im Ziele setzen formulieren Ziele so. Ich möchte fitter und gesünder werden. Was ist erstmal schlecht an dieser Zielsetzung oder an diesem Satz? Schlecht daran ist, dass wir gar nicht so genau wissen, okay, was genau wird jetzt gemacht, wie lange wird es gemacht und wann wird es gemacht. Also die W-Fragen werden generell nicht beantwortet. Und warum und wie wird es gemacht, wird ebenfalls nicht beantwortet. Was schon mal eine bessere Zielsetzung ist, und das machen schon mal ganz viele Leute nicht, ne? Was schon mal eine bessere Zielsetzung ist, und ich werde dir erklären, warum auch das nicht super funktioniert, ist, wenn ich eine Aussage derart treffe wie, in 3 Monaten möchte ich 5 Kilo abgenommen haben und ich werde das erreichen, indem ich 3-mal die Woche ins Fitnesscenter gehe. So, das ist schon mal ein besser formuliertes Ziel, weil dieses Ziel schon mal, Schritte enthält, die ich tatsächlich gehen kann. Ich weiß schon mal, wie ich es mache, und dann könnte ich natürlich auch sowas hinzufügen wie ein Warum, im Sinne von, ich möchte das machen, weil ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper und weil ich mich dann besser fühlen würde, jetzt mal als Beispiel. Ne? Da hatte ich einige W-Fragen beantwortet, und das ist schon mal ein deutlich besser gesetztes Ziel, als einfach nur zu sagen, ich möchte abnehmen. Denn ich möchte abnehmen könnte sehr viele Dinge bedeuten. Hier haben wir es schon mal genauer definiert. Und wie gesagt, von diesem ersten Schritt, ich möchte abnehmen, zu dem, das wir gerade definiert haben, da kommen schon sehr wenig Menschen hin. Und viele Leute bleiben dann auf dieser Ebene stecken. Viele Leute definieren sich Ziele, definieren sich auch genau, was sie machen wollen und haben vielleicht auch einen Plan, aber kriegen es dann trotzdem nicht hin. Und das kannst du natürlich auf jeden Lebensbereich übertragen. Das kannst du natürlich auch aus Frauenansprechen übertragen. Viele Leute haben schon versucht, Frauen anzusprechen und kriegen es nicht hin. Deswegen kommen ja auch viele Leute zu mir ins Coaching. So. Was ist jetzt aber das Problem am klassischen Zielsetzen und was kann man besser machen? Und das wollen wir jetzt klären. Das Problem am klassischen Zielsetzen ist, dass du, und das kennst du sicherlich, wenn du schon mal Frauen ansprechen wolltest, immer mit einer Art von Widerstand konfrontiert bist bei neuen Gewohnheiten. Na, also eine neue Gewohnheit wie Frauen ansprechen, das braucht einfach Überwindung von dir, ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung für irgendjemanden von uns. Und da ist es oft so, dass wir einfach hängen bleiben, dass die Überwindung, die ist zu stark, wir schaffen es nicht. Ja? Die Hürde ist zu groß, der Widerstand ist zu groß, 3-mal die Woche ins Fitnesscenter zu gehen, die Hürde ist einfach zu groß. So, und viele Leute verstehen dann nicht, was sie tun sollen, sondern haben einfach dieses große Ziel, innerhalb von 3 Monaten möchte ich 5 Kilo abnehmen und 3 Monate ins Fitnessstudio. Und das ist eine wirklich große Sache. Das ist eine große Sache, eine große habituale Umstellung für jemanden, der das gar nicht gewohnt ist. Und ganz, ganz viele Leute, 90% der Leute, scheitern dann hier an dieser Hürde. Vielleicht schaffen ein paar Leute den Anfang, aber fallen dann irgendwann wieder raus. Denn es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sich so eine Gewohnheit gebildet hat. So, was können wir jetzt aber tun? Was solltest du tun, wenn du tatsächlich Ziele erreichen willst? Denn natürlich ist es nicht falsch, sich Ziele zu setzen, aber die Art und Weise, wie die meisten Leute sich Ziele setzen, führt eben nicht zum Ziel. Also, wir haben wirklich dieses Problem, und das ist eins der größten Probleme, des Widerstands, des Anfangswiderstands. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du mal bei irgendwas Anfangswiderstand gespürt hast und du hast dann diesen Anfangswiderstand überwunden, dann war es auf einmal gar nicht so schwer. Wenn du erstmal ein paar Frauen angesprochen hast, war es gar nicht so schwer. Wenn du erstmal angefangen hast, dich zu bewegen, also angenommen, du bist rausgegangen und wolltest eine Stunde laufen gehen, so, und natürlich ist die Hürde erstmal riesig, eine Stunde laufen zu gehen, weil eine Stunde ist eine lange Zeit. Aber wenn du erstmal angefangen hast zu laufen, dann kommst du so rein, dann entwickelt sich so ein Momentum und dann läufst du halt einfach weiter und schaffst das Ganze auch. Und genau diesen Mechanismus benutzen wir jetzt und führen etwas ein, das nennt sich Mini-Habits, also kleine Gewohnheiten. Dazu gibt es auch ein super, super Buch, das nochmal ein bisschen genauer auf diese ganze Thematik, die wir hier noch anschneiden wollen, eingeht, nämlich Mini-Habits, so heißt das Buch auch. Gibt es relativ günstig als E-Book-Version für, ich meine, 4,90 €, kann ich wirklich nur empfehlen, tolles Buch, aber wie gesagt, hier auch mal gerade erklärt. Also, Mini-Habits.
Wir benutzen Mini-Habits, kleine Gewohnheiten. Und was bedeutet das jetzt? Das ist übrigens auch ein Konzept, das ich in meinem Coaching verwende und das wunderbar funktioniert und das ich hier auch letztens dir schon mal auf diesem Channel empfohlen habe. Bleiben wir mal beim Beispiel Sport. Ja, du möchtest mehr Sport machen. So, und du willst nicht den klassischen Fehler machen und dir sagen, hey, ich gehe 3 Mal die Woche ins Fitnesscenter. Denn wenn du noch nie vorher Sport gemacht hast oder wenn du wenig Sport machst, dann 3 Mal die Woche ins Fitnesscenter zu gehen, das ist natürlich eine ganze Menge. Jetzt könntest du schlau sein und sagen, hey, ich gehe 1 Mal die Woche ins Fitnesscenter. Die Hürde ist dann geringer. Du siehst schon, wir arbeiten hier immer mehr uns auf kleine Gewohnheiten hin. 3 Mal die Woche große Hürde, 1 Mal die Woche nicht so eine große Hürde, aber immer noch eine sehr große Hürde. Und Mini-Habits ist halt wirklich, das nimmt das Ganze und bringt es ins Extrem. Der Autor von Mini-Habits, dem Buch, hat zum Beispiel, und das ist ein tolles Beispiel, auch die Zielsetzung gehabt, er möchte fitter werden, er möchte Sport machen. Aber was er gemacht hat, weil er gemerkt hat, die Hürde ist einfach riesig, er hat Folgendes gemacht. Er hat sich vorgenommen, jeden Tag 1 Liegestütze zu machen. 1 einzige Liegestütze. Mehr musste er nicht machen. Er hat sich eine so kleine Aufgabe gesetzt, dass er sie auf jeden Fall jeden Tag schaffen kann, weil du kannst dir ja vorstellen, wie groß der Widerstand ist, 1 Liegestütze zu machen. Die könnte ich jetzt hier im Video innerhalb von 3 Sekunden machen. Die könntest du zu Hause bei dir, während du zuschaust, innerhalb von 3 Sekunden machen. Es gibt also keinen wirklichen Widerstand dazu, 1 Liegestütze zu machen. Na? Und natürlich wird diese Liegestütze uns im klassischen Sinne jetzt nicht enorm fit machen. Ganz klar, wenn ich jeden Tag Liegestütze mache, dann wäre ich nicht der fitteste Mensch der Welt. Aber was hier passiert, ist ganz interessant. Denn dadurch, dass wir unser Gehirn sozusagen austricksen und 1 Liegestütze machen, ja, dass wir uns sagen, wenn ich 1 Liegestütze am Tag schaffe, dann bin ich erfolgreich. Ja? Das bedeutet, dass du kannst nur diese 1 Liegestütze machen und schon fühlst du dich erfolgreich, aber du kannst und wirst wahrscheinlich auch mehr Liegestütze machen. Denn du hast dann, wenn du anfängst, Liegestütze zu machen, nämlich diese 1 Liegestütze, diesen Widerstand überwunden und dann ist es einfacher, mehr zu machen und natürlich kannst du auch mehr machen. Jeder schafft wahrscheinlich mehr als 1 Liegestütze. Für dich ist es ja auch okay. Das heißt, wir überbrücken hier mit einem schlauen Trick den Anfangswiderstand und begeben uns in die Situation rein. Erinnere dich an das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Wenn du erstmal anfängst zu laufen, ist es nicht mehr so schwer, die Stunde durchzulaufen oder die halbe Stunde. Aber vorher wirkt es wie eine riesige Sache. Wenn du erstmal ein paar Frauen angesprochen hast am Tag, dann merkst du, es ist gar nicht so ein mega Ding, weil du dann schon drin bist und genau diesen Mechanismus machen wir uns hier zunutze und beginnen mit kleinen Gewohnheiten. Kleine Gewohnheiten und Pausen. Und es geht hier also darum, so viele kleine Gewohnheiten in dein Leben einzubauen wie möglich. Und das Ganze beruht auch auf dem Konzept der Self-Efficacy. Das ist ein psychologisches Konzept und beschreibt sozusagen deine eigene Fähigkeit oder deinen eigenen Glauben daran, dass du etwas hinbekommst. Und je höher diese Self-Efficacy ist, je höher diese, ich glaube im Deutschen ist der psychologische Begriff Selbstwirksamkeit, je höher deine Selbstwirksamkeit ist, desto mehr glaubst du daran, dass du ein Ziel erreichen kannst und desto mehr Energie investierst du dann auch in dieses Ziel. Und diese Selbstwirksamkeit, die kannst du eben durch diese Mini-Gewohnheiten, diese Mini-Habits trainieren. Und dann wird es natürlich so sein, dass du sagen kannst, hey, ich mache mal mehr als 1 Liegestütze, aber du wirst immer erfolgreich sein. Das heißt, wir wollen es uns einfach machen, immer erfolgreich zu sein. Es gibt keinen Misserfolg, denn die 1 Liegestütze, die kannst du immer schaffen. Du kannst immer erfolgreich sein. Und dadurch steigerst du deine Selbstwirksamkeit und machst es dir außerdem zur Gewohnheit, dich sportlich zu betätigen, wenn auch nur mit 1 Liegestütze. Und so hat beispielsweise der Autor aus dem Buch das Ganze dann immer mehr aufgebaut. Er hat so 1 Liegestütze gemacht, aber oft hat er einfach auch mehr gemacht, weil es ist ja dann nicht mehr das große Ding, wenn ich schon mal dabei bin. Und dann ist er weitergegangen, wollte gerne ins Fitnesscenter gehen und hat dann wirklich angefangen, auch hier wieder mit kleinen Gewohnheiten zu sagen, okay, ich fahre 3 Mal die Woche zum Fitnesscenter. Er hat nicht gesagt, ich gehe im Fitnesscenter trainieren, er ist einfach dahin gefahren und hat sich dann die Möglichkeit offen gelassen, wieder zu gehen. Das Einzige, was er machen wollte, der einzige Erfolg, das, was er tun musste, um erfolgreich zu sein, ist, ich gehe ins Fitnesscenter. Und wenn er dann nicht ins Fitnesscenter geht, war er trotzdem erfolgreich, weil er diese Mini-Habit-Aufgabe, zum Fitnesscenter hinzugehen oder hinzufahren, erledigt hat. Aber wenn du schon davor stehst mit deinen gepackten Sachen, dann gehst du wahrscheinlich auch rein. Du bist ja sowieso schon da. Und du kannst es auch noch weiter runterbrechen. Du kannst sagen, okay, ich packe einfach meine Sportsachen in meinen Rucksack. Und wenn ich das gemacht habe, war ich erfolgreich. Und wenn du es dann nicht machst, ist es auch okay, aber wahrscheinlich wirst du dann einfach weitermachen. Du musst aber nicht. Und das ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig bei dieser Sache ist, dass du dir immer klar machst, du musst nicht weitermachen. Nicht im Sinne von, da mache ich sowieso weiter und wenn nicht, dann fühle ich mich unerfolgreich. Nein, nein. Wenn du den Rucksack gepackt hast, warst du erfolgreich. Wenn du die 1 Liegestütze gemacht hast, warst du erfolgreich. Und so kannst du mehrere Mini-Habits, nicht super viel, nicht 10, 20, sondern mehrere 4, 5 Mini-Habits gleichzeitig einführen. Wenn du zum Beispiel gesünder leben willst, könntest du ein Glas Cola durch ein Glas Wasser ersetzen. Das ist nicht das Riesending. Oder ein halbes Glas Cola durch ein halbes Glas Wasser. Oder XY. Das kannst du dir natürlich so gestalten, wie du willst. Es geht also darum, die Herausforderung
Herausforderung oder das Ziel erstmal so lächerlich klein zu machen, dass du es nicht schaffen kannst. Es muss wirklich so klein sein, dass kein Widerstand mehr da ist. Ja, dass dein Gehirn dir keinen Widerstand mehr liefert. Und dann kannst du langsam durch diesen Erfolg, den du hast und durch die erhöhte Selbstwirksamkeit, kannst du höhere Ziele dir vornehmen. Und das funktioniert sehr, sehr gut und das funktioniert in der Praxis wirklich, denn das gleiche Prinzip, was ich in meinen Coachings verwende, um voranzukommen. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit, das dürfte klar sein, aber du willst ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest dich mehr bewegen, möchtest mehr Sport machen, dann ist es ja auch eine Gewohnheit, die du jetzt für den Rest deines Lebens wahrscheinlich etablieren willst und nicht für die nächsten ein, zwei Jahre und dann wieder verlieren willst. Oder wenn du sagst, ich möchte mich gesünder nähern, dann willst du das wahrscheinlich für den Rest deines Lebens machen. Wenn du besser mit Frauen werden willst, wenn du Frauen kennenlernen können willst, dann willst du es wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens können und diese Fähigkeit nicht wieder verlieren wollen. Und von daher ist es nicht schlimm, wenn das Ganze ein bisschen länger dauert. Denn das Problem ist, wenn du diese riesigen Ziele hast, dann ist einfach der Widerstand so groß, die Hürde ist so groß, dass du sie nicht nehmen kannst. Mach die Hürde so klein, so lächerlich klein, dass du sie nicht nehmen kannst, dass du sie auf jeden Fall schaffst. Mach sie wirklich so klein, dass du das jeden Tag schaffen kannst. Und dann mach es jeden Tag. Oder halt wie im Beispiel mit dem Fitnesscenter, wo er zum Fitnesscenter hingefahren ist, dann dreimal die Woche. Aber sowas wie Liegestütze, mach jeden Tag eine Liegestütze, trink jeden Tag das Glas Wasser. Keine Ahnung, geh dreimal die Woche in die Stadt, um Frauen anzusprechen und geh einfach nur in die Stadt. Und wenn du das hast, warst du erfolgreich. Dann musst du keine Frauen ansprechen. Du siehst, wie du es auch hier runterbrechen kannst. Ne? Liegestütze, Glas Wasser, in die Stadt gehen und so weiter. Du verstehst, glaube ich, das Prinzip. Nimm den Vorgang und brech ihn so klein runter, dass du es nicht mehr schaffen kannst. Und dann wirst du auf Dauer in deinem Ziel ankommen. Und das ist schlaue Zielsetzung. Das ist schlaue Zielsetzung. Denn auch hier sind zum Beispiel die W-Fragen natürlich beantwortet. Ich weiß ganz genau, was ich machen will. Ich weiß ganz genau, wie ich es machen werde. Wenn ich sage, ich mache jetzt eine Liegestütze, dann stellen sich viele der W-Fragen auch gar nicht. Weil ich brauche dann nicht diese W-Fragen, um mich zu motivieren. Ich brauche tatsächlich gar keine Motivation. Das ist ein wichtiger Faktor, denn wir können uns nicht auf Motivation verlassen, denn Motivation hängt auch davon ab, wie ist dein Gemütszustand, wie ist dein körperlicher Zustand, bist du gerade irgendwie erschlappt, bist du vielleicht müde? Und es ist natürlich klar, dass wenn du müde bist, du nicht sagst, jetzt gehe ich eine Stunde laufen zum Beispiel. Also wahrscheinlich nicht, außer es ist eine Gewohnheit, dann machst du es wahrscheinlich trotzdem. Das wollen wir sowieso erreichen. Aber wenn du müde bist, dann kannst du trotzdem deine eine Liegestütze machen. Diese Mini-Habits, du hast keine Ausrede dafür. Und dadurch wirst du auf Dauer erfolgreich, deine Selbstwirksamkeit steigt und du erreichst tatsächlich deine Ziele. Also, Mini-Habits, das ist die Art und Weise, sich Ziele zu setzen, nicht die klassische Art und Weise. Ganz, ganz wichtiges Video, zeig es deinen Freunden. Das ist wirklich so ein wichtiges Video für alle Leute, die irgendwas in ihrem Leben erreichen wollen. Mini-Habits, ganz starke Sache. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder hier links neben mir. Abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Und damit kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben. Die Coachingplätze, die ersten sind jetzt voll in diesem Jahr, aber ich habe schon weitere geöffnet. Kannst dich doch bewerben hier unten. Und hier geht es zu einem weiteren Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.